und herzlich willkommen. Mein Name ist Hunting Mythos und wir spielen wieder Oxygen Not Included. Ja, ich muss das mal ganz kurz wieder wie immer einen Überblick verschaffen. Genau, hier oben haben wir die Dinger ausgesammelt, hätte ich fast gesagt. Weil das Wasser, was jetzt drin kam, war zu kühl, zu warm. Zu kühl, war schon richtig. Weil hinten brechen nämlich die Rohre andauernd. Und das ist halt beschissen. Und ich brauche hier ein bisschen was, um das irgendwie gerade zu halten von der Temperatur her. Muss halt mal gucken, wie das ist, wenn man das Wasser jetzt abstellen würde. Aber im Augenblick haben wir ja mehr als genug von irgendwelchen Essenssachen und so. Ist hier drinne Landwirtschaft? Achso, da ist der Dünger drinne, ne? Ja. Koppelweizen ist hier drinne. Müssten die ersten ja bald erntebar sein. Bewässerung unmöglich, weil... Weil... Hier sind ja bis jetzt am Wachsen gewesen. Ha. Ist egal. Die wachsen trotzdem irgendwie, also... Scheiß drauf. Solange wie es funktioniert, ist mir das völlig egal. So weit von völlig egal. So, wir haben 7 Dupes. Wir haben mittlerweile ein bisschen Sauerstoff tatsächlich. Was jetzt langsam so breit macht. Was machst du da hinten? Achso, den Dünger einsammeln. Ja, das ist natürlich schön, dass du hier durch die Räume gehst. Wir müssen mal zerlegen. Und zwar... Weil das ist echt bescheuert. Ja. So. Weil die dauert länger, wenn sie da jetzt so rumwuseln, als wenn sie richtig irgendwas machen. So, was ich noch haben möchte, ist, mir fließt immer das Wasser darin, wie man sieht. Das ist nicht cool. Wichtig wäre, wenn ich das jetzt noch ableiten könnte. Und zwar machen wir das von mir aus hier rein. Da muss ich kurz pausieren, das Gerät. Und dann graben wir hier einen Gang drin. Dann ist der Rest auch erledigt. Das machen sie jetzt noch ganz schnell und dann ist das erledigt. Goldamalgam, sehr gut, habe ich sehr gut gemacht. Genau, ich muss versuchen, hier das Erdgas rauszukriegen. Weil mittlerweile wechselt das ein bisschen mit dem normalen Sauerstoff. Ich kann jetzt immer überall die Türen wieder schließen. Ich hoffe, nach hinten macht man irgendwie, das Ding hat Priorität 9. Sehr eigenartig. Hier oben genauso. Hier macht ihr das auch zu. So. Müssen wir mal hoffen, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Weil wenn ich dann das langsam zumache, und das Sauerstoffzeug sich dann dementsprechend nicht mehr so verteilen kann, so doll, dann nicht mehr rinkommt in die Basis, dann habe ich vielleicht Glück, dass der Sauerstoff, der von unten kommt, ausreicht. Das ist jetzt so ein bisschen der Plan, dass ich das so, wie ich jetzt habe, so stabil laufen lassen kann. Und dann werde ich alles mal Stück für Stück erweitern. Ein bisschen. Immer nur minimal. Mehr Essen, dann ein bisschen Sauerstoffproduktion, weil wie man sieht, hier kommt schon wieder gute Sauerstoff rein und dann würde sich auch der Ekelgas ein bisschen verteilen. Ne? Ist halt immer noch ein bisschen ein Problem, weil das da ein Weg ist. Hier oben muss es halt noch weggeatmet werden, vor allem liegt hier verjammelte Zeug rum. Hab auch überlegt, ob ich wieder meinen anderen Kühlschrank nehme. Meine Kühltruhen hier oben. Meine, die jetzt nicht, weil die ist ja im ekligen, verschmutzten Scheiß. Aber allgemein könnte man das machen. Wie gesagt, ich versuche die da jetzt wegzuatmen irgendwie. Das Zeug. Ich habe ja jetzt hier keine Quelle mehr, die das automatisch erzeugt, großartig. Hier vielleicht noch, da weiß ich jetzt nicht. Können wir ja mal hier mal ein bisschen. Good job.
immer ein bisschen zubauen, so. So wie früher, einfach alles zumachen, was wir jetzt erstmal nicht brauchen, und dann kann das alles Stück für Stück weggeatmet werden, weil hier kann nichts mehr entstehen im Raum. Da kommt nichts her, hier ist nichts. Aus den Räumlichkeiten kommt nichts. Also ich habe in dem Sinne keine Produktion mehr, die das jetzt so hat. Wenn ich das hinkriegen würde, dass alles mit Sauerstoff überflutet wird, das wäre schon sehr schön. So. Dann könnte ich nämlich wieder die Fresskisten nehmen. Problem ist halt, dass ich die Küche vielleicht nach oben stellen müsste, damit sie nicht jedes Mal so weit rennen müssen. Das heißt, sie kann alles das, was hier drin ist, die ganzen Fressdinger, nach alle nach oben stellen. Im Grunde. Später mal. Die sind noch dabei. Sobald das offen ist, kann ich nämlich auch hier oben das alles wegmachen. Sieht mit dem Pisswasser aus. Sieht gut aus. Dann können wir mal wieder eine Dusche anmachen. Dann können sie sich da mal ein bisschen in der Dusche betätigen, hätte ich fast gesagt. So, das ist doch schon mal was Hübsches hier alles. Sehr, sehr gut. Wenn jetzt so bleibt, ist es in Ordnung. Und da ist eigentlich auch das mit dem Wasser schon, das kann ich also auch wischen gehen. Was hier aber alles liegt, ja, hoppala. Da liegt ein ganzer Arsch voll Kohle. Wo kommt denn die Kohle her? Ich könnte ja mal einen Kohlegenerator bauen. Problem ist, dass der wieder Kohlendioxid macht. Ha. Muss ich mal gucken. Vielleicht finden wir mal noch mal ein Void. Das ist, glaube ich, immer die einfachste Aussage. Wir finden bestimmt ein Void. Nahrung verfault. Schon wieder im Kühlschrank, richtig? Der Kühlschrank ist echt scheiße irgendwie. Ich mag das Ding ja nicht. Ehrlich nicht. Wie sieht's denn hier mit den Rationskisten aus? Die stehen eigentlich ganz gut. So. Jetzt will ich, dass die ganzen Dinger runterbringen. Wie ist das nicht schön ist, aber ganz ehrlich, das verfolgt ja andauernd. Das habe ich unten in den Kisten so gut wie nie. Wahrscheinlich einfach dadurch, dass gefroren ist alles. Minusgrade und so. Das hier durchlebt einen Wandel, das ist sehr gut. Die machen nichts, weil. Also die machen nur, wenn wirklich Kohlendioxid runterkommt, ja? Also genug Löcher habe ich ja, dass das hier sich austauschen kann komplett. Hier ist halt ein bisschen enge, ja, gut, aber. So, jetzt kommt hier das Wasser durch. 50 Grad. Aber mittlerweile ist das hier schon gut angestiegen, das ist aber wieder voll. 57 Grad, ey, Alter. Sind hier überall auch die Gase und so und. Naja, das geht ja alles. Das dauert jetzt auch lange, bis das voll ist. Weil wieder den Wasserverbrauch ein bisschen erhöht durch die Dusche und so. Das hier lüft von selbst, zumindest bis jetzt. Ist eigentlich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Wie gesagt, das wäre ein schön noch, wenn man irgendwas hätte, dass man da rinkommt, ohne dass man eine Tür haben muss. Aber das über Eck geht ja nicht mehr, also. Ja. Oder geht das nur, wenn eine Tür drunter ist? Muss ich mal probieren. Ich grabe mal hier weiter. Und zerlege mal das. Dann gucke ich mal, ob man so rinkriechen kann. Ich glaube, das lag an der Tür. Lindsay, was ist los mit dir? Du bist abgesehen davon, dass du jetzt da drin gefangen bist. Schnell irgendwie die Leiter bauen, die Leiter bauen, die Leiter bauen, die Leiter bauen. Warum auch immer die Tür nicht benutzt hat, das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt ist die Tür natürlich dauerhaft offen, es kann ein Zeug daraus kommen.
sowas. Machen wir es mal abschließend, mal gucken, ob der Diät. Wenn der Diät, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, darin zu kommen, ohne dass das wieder Gase ausgetauscht werden. Und dann wird das irgendwann alles mal rausgesaugt sein. Hm? Wie viele Gräber ich hier schon habe? Oh mein Gott. Jetzt sind 4er, 8 Stück habe ich schon. 10 Gräber sind voll. 11. 11 Leute sind hier gestorben. Glaubt man denn sowas? So. Das müsste jetzt erstmal ausreichen. Huh. Natürlich ist da wieder einer drin gefangen. Ich hab das Gefühl, dass das nicht mehr geht. Scheiße. Das ist ärgerlich. Ihr habt doch keine Möglichkeit, Items durchfallen zu lassen. Nicht, dass ich wüsste zumindest. Ha, na, müssen wir damit leben, dass das so ist. Ne? Ist jetzt einfach mal so. Und guck mal, wie sich die gelbe Basis langsam blau färbt. Das ist doch schon mal was. Langsam, aber sicher. Da kann ich ja mal hier langsam den Medical Room anfangen, sobald sie dann mit ihrem Essen hier fertig sind. Oder weitergemacht haben. Mir liegt irgendwie, seltsamerweise liegt hier... Ne, die hat ja Medical zur so Ding Station, ne? Ja. Dachte, da liegt Dünger, warum auch immer. Aus Versehen fallen lassen. Ups. Direkt vorm Kühlschrank. Der wächst ja was im Kühlschrank. 31 Grad ist jetzt wieder. Und dementsprechend lüftet. Jetzt wird die große Ernte. Das heißt, ich kann jetzt aufhören, die Dinger zu machen. Und nur noch die anderen Sachen kochen. Das ist ultra gut. Kann ich mal nebenbei ganz kurz was bei Dings nachgucken hier. So. Das läuft doch. Guck dir das an. Dann werde ich das weiter, ein Stück weiter erweitern. Später. Ich werde diese dann hier links nochmal ranhängen. Beziehungsweise vielleicht nochmal unten drunter. Ich muss gucken. Das Problem ist halt, dass die Kälte irgendwie bleiben muss hier drinnen. Ich kann das noch nach oben erweitern. Ich kann zum Beispiel sagen, ich mache jetzt hier mal 2 Block frei. Da mache ich jetzt nichts. Und dann mache ich da wieder irgendwas dazwischen. Da oben. Nochmal 2 so Dinger. Das wäre so eine Möglichkeit. Die Globik hätte mir so ja einen Platz sparen können, wenn ich dann hier wegen den Dingern. Aber das passt schon. Sehr gut. Das ist echt sehr, sehr gut. Wie warm ist das hier vorne? 1,5 Grad. Ich kann theoretisch hier den wieder hinsetzen. Ich weiß ja nicht, was das für einen Grund hatte, dass ich das nicht gemacht habe. Ja, das war zu kalt wieder, ne? Genau, da habe ich doch... Irgendwas war damit, ich weiß es nicht mehr. Ist auch völlig egal. Wir bauen jetzt hier einfach einen neuen davon auf. Wir haben keinen Links mehr, wir bauen einfach da aus. Ist ja egal. So, und dann kopieren wir das da drüber und dann hat sich das... Und jetzt können sie ja ganz viel Essen machen, indem sie nur die Dinger verkochen. Vitalwerte, wie sieht es damit aus? Habe ich noch nie nachgeguckt. Heute noch keine Kalorien gegessen. Okay. Stress ist in Ordnung. Sattheit, da werden gleich welche essen. Okay. Gesundheit liegt bei, naja, 89% bei ihm hier. Aber sonst. Alle relativ wohl auf. Das finde ich gut. So muss es sein. Es liegt hier das ganze verschmutzte Erdezeugs. Ah. Und wer benutzt die Toilette scheinbar wieder? Verschmutzte Erde. Ich muss die verschmutzte Erde hier wieder rauskriegen. Damit das nicht weiter wieder so Zeugs produziert. Weil im Augenblick, wie gesagt, lüftet ganz gut mit dem Sauerstoff. Das verteilt sich doch besser als ich dachte. Liegt aber auch überall irgendwas drum. Was liegt denn hier? Verschmutzte Erde, ja. Da oben hoch. Na, ist halt das verrottete Zeug, ja.
Es wäre gut, wenn ihr einfach unendlich weiterkochen würdet. Hier. Ach so, ich hab das eben auf höchste Priorität gestellt. Kochen ist immer das Höchste. Das ist immer wichtig. Und das nämlich so. Und das, wie gesagt, das Kochen ist das Wichtigste, was die überhaupt machen können. Kochen. Alle haben so relativ gute Stats. Das ist ja gut. Überlege, ob ich jetzt einen Dupe dazu hole, dass wir wieder 8 haben. Dann haben wir auch einen, der nicht gestresst ist. Das ist vielleicht ganz cool. Oh, gut, zu glotzen hier. Was haben wir denn im Angebot? Der lernt langsamer, der hat aber viel Zeug. Er ist ein bisschen kreativer. Du kannst gut graben. Kein Augenmaß, kannst also nicht bauen, ne? Frisst mehr, wollen wir nicht. Kann ich graben, ist okay. Spielaufsteher, nimm den Spielaufsteher Joshua. Jobs, Joshua, kochen. Erstmal nicht, wir haben erstmal noch Küche. Wobei, im Augenblick wird vielleicht angebracht. Frischer Koch. So, wir müssen mit Hochdruck kochen hier, ich meine, gibt's doch nicht. Wie sieht's denn aus? Wie viel haben wir denn noch? 398 Weizen. Brauchst du auf jeden Fall 3 oder 5 Stück oder so und dann. So, damit wird das angepflanzt, dann wird das wieder in Gang gesetzt hier. Das wäre gerade, das ist ein bisschen warm. Ich werde mal hier eine von denen. Einstellung kopieren, eine von denen wieder hier drauf zimmern. Das wäre. Gucken, ob das dann funktioniert. Das hier drinnen. Schmutzter Sauerstoff in der Flasche. Das heißt, wir haben ja Kohlendioxid, weil einer mehr atmet. Da vorne wird irgendwie das Wasser dünne. Das ist nicht so geil. Ich fällt natürlich alles hier runter, das fällt dann darin. Also das ist nicht so schlimm, das kann man immer noch. Schrittfisch? Schrittfisch. Klingt schon sehr eklig, ja? 3-Tage-Barsch, würde ich sagen. Ist ja eklig! Jungs, was macht ihr nur für eklige Sachen? Auf jeden Fall, wie gesagt, ist wichtig, dass ihr kocht. Kochen, 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 kochen. Jetzt sind wir schon zu spät dabei. Kann ich ja fast bald noch einen dritten Kochtisch aufstellen, damit das noch schneller geht. Den haben wir hier noch. Immer noch 373, da wird ewig gekocht jetzt. Dann kann ich eigentlich theoretisch noch. Das ist eine Priorität, der 8 ist in Ordnung, der ist in Ordnung. Ich hab mehr Dünger, ne, hab ich nicht. Ein bisschen mehr Dünger als das, was da steht, hab ich. Ich muss noch eine dritte Maschine anbauen, eine vierte, meine ich. Denke ich. Dann haben wir auch mehr von dem naturalen Erdgas. Dann kann ich damit vielleicht, weil das versorgt sich ja schon selbst, noch einen zweiten mit anbauen, mal gucken. Das müssen wir dann gucken, ob wir das auch balancen können, das ist noch die Frage. Weil wenn du das nicht balancen kannst, ist scheiße. Ich hab das Gefühl, ich mache hier einen zweiten Vent mit dran, mal gucken. Das ist vielleicht eine gute Idee, war hier Sanitär. Den können wir uns noch leisten. Vielleicht direkt hier vorne. Direkt über der Maschine, so. Dann schließen wir das hier so an. Und dann mache ich hier eine Trennung. So, dass du das dann damit machen kannst, ne? Hoffe nur, dass jetzt auch einer kommt und das baut. Das wäre ziemlich gut. Weil das andere ist jetzt angehalten, das heißt, das ist unsere Hauptstromversorgung, die jetzt aus ist. Deswegen. Gut, da hat schon einer Zeug gebracht, der baut also gleich einer. Dann haben wir hier den doppelten Ausstoß, einfach mal.
mehr oder weniger. Das hier ist hier so ein verdammter Mob. Den machen wir mal kalt. Das ist uncool, wenn der hier ist. Kampf. Ja, geht hin. Piu, 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 piu. Piu, ihn zu Tode. Weil der macht nämlich wieder Ekelzeugs und das muss nicht sein. Wie gesagt, ich wollte bloß dass sie den verdammten Gasabzug bauen. Aber gut, ich denke mal, das reicht erstmal für diese Folge. Ich habe nämlich heute im Ofen und muss langsam weg. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen.